zusammen. Wieder Potenzen heute 10 hoch 12 geteilt durch 10 hoch minus 7. Bei geteilt durch muss ich die Exponenten subtrahieren. Ich habe das Minus für das geteilt durch und jetzt kommt minus 7. Minus minus gibt plus. Ich bekomme 10 hoch 19. 10 hoch 11. Mal 10 hoch minus 11, beim Multiplizieren rechne ich plus und dann kommt hier die minus 11, plus minus gibt minus, ich bekomme 10 hoch 0 und wie wir letztes Mal gesehen haben, ist das immer 1. Die nächste Aufgabe, 3 hoch 4 hoch 3, ich schreibe schnell auf, wie das ohne Klammer aussehen würde. 3 hoch 4 mal 3 hoch 4 mal 3 hoch 4, das ist 3 hoch 4 plus 4 plus 4, da es die Multiplikation ist, werden die Exponenten auch hier, gibt 3 hoch 12. Ihr merkt, wenn die Aufgabe so steht, darf ich diese zwei kleinen Zahlen multiplizieren. Aufgabe 4 ist sehr ähnlich, ich habe einfach minus 3, minus 7. Also darf ich diese beiden Zahlen multiplizieren. Minus 3 mal minus 7 gibt plus 21. Die letzte Aufgabe ist eine Addition. Achtung! Alle Potenzregeln gelten nur für die Multiplikation und die Division. Jetzt muss ich es ausrechnen. 10 hoch minus 1 ist 0,1 plus 0,001. Und das gibt 0,101. Das wäre es auch schon wieder von meiner Seite. Schönen Tag zusammen.